Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir sind wieder hier am Zocken von Terraria. Und jetzt geht's weiter in der Höhle. So, jetzt baue ich mich erstmal noch hier hoch, denn hier oben waren wir noch nicht. So, und hier oben gibt's da noch was zu holen. Da oben sieht aus wie eine Höhle, dass da oben eine Höhle ist oder so. Und das bauen wir ab und zack. Und Diamant haben wir gefunden, das ist ja super. Aber halt nur zwei Stück oder so, ne? Ne, drei sogar. Vier. Oder was? Gleich mal gucken, wenn ich wieder den Inventar ansehen kann. Oh, und da haben wir Platin nochmal. Ganz viel Platin. Also ganz viel ist jetzt übertrieben, aber Platin. Und hier oben haben wir noch eine kleine Höhle. Da drüben ist noch ein Krug. Den nehmen wir natürlich wieder mit. Und jetzt gehen wir mal noch hier runter. Ein bisschen Leadohr sammeln kann nicht schaden. Und dann nehmen wir das doch alles gleich mit. Und dann haben wir, denke ich, wieder genügend, wenn wir an der Oberfläche sind. An Erzen. Ich bin manchmal schon wieder bereit für diesen scheiß Slime, der jetzt hier ankommt. Genau das liebe ich am Boomerang. Oh, und hier geht's runter, habe ich noch mal nicht gesehen. Aber wieder nur ins Wasser. Bekanntlich mag ich kein Wasser hier in Terraria. Ist das nicht so von Vorteil, ins Wasser reinzugehen, aber. Um dieses Spinnennetz hier zu holen, ist das allemal genug. Guck, und jetzt seht ihr, kann ich hier an so Wänden langrutschen. Ist ja lustig. Bringt ja auch nichts mit der Axt, Stein abzuhacken. Mit einem Glowstick runterhauen, Leuchtstab. Und dann gucken wir nochmal hier hoch, da oben sich nochmal ein bisschen Platin. Und dann leuchten wir das Ganze noch aus. Sehen wir, hier gibt es nichts mehr zu holen, außer noch das ein Spinnennetz da oben. Und dann war es auch schon wieder. Dann grabe ich mich mal, dann baue ich mir noch eine Brücke hier rüber und dann geht es wieder hoch. Und jetzt geht's in den nächsten Höhlenabschnitt. Juhu! So. Begeisterung ist riesig. Ein neuer Höhlenabschnitt. Was bringt er? Erze. Bestimmt. Oh. Sieht aber riesig aus. Da bauen wir erstmal wieder eine kleine Brücke. Oder eine Klettererleichterung. Und jetzt haben wir es. Jetzt gehen wir hier runter. Ganz viel Lehm haben wir hier. So, an Erzen sehe ich jetzt noch nichts weiter. Jetzt haben wir hier ein bisschen Leadohr. Das ist aber auch alltäglich. Da kann ich mir noch einen Leuchtstab reinhauen. Geht auch ganz schön tief runter. Ich werde mir von der anderen Seite einen reinhauen. Oh. Naja, da muss man ja nicht runter, ne? Dann bauen wir mal kurz den Erdblock hin. Und holen eine Fackel rein.
Okay, so sieht's da unten aus. Dann würde ich sagen, bauen wir noch mal kurz was runter. Zack, zack, zack. Eine ganz steile Treppe. Um möglichst viel Platz einzusparen. Und noch eins tiefer. Jetzt sehe ich auf einmal nichts mehr. Gut. Also es ist nicht gut, dass ich nichts sehe, aber jetzt geht's erstmal weiter. Gut, was haben wir denn hier? Da oben noch ein bisschen Platin. Gut. Das holen wir uns gleich. Da drüben seht ihr wieder so eine kleine Blauqualle. Oh, und da unten haben wir ein unterirdisches Gemäuer. Also Gemäuer nicht, aber eine unterirdische Anlage hier. Ist auch mal schön, sowas zu finden. Ich hasse es viel. Wie solche Viecher heißen nur. Hasse. So. Und hoch geht's, um noch das Platinohr, das Platinerz abzugreifen. Und dann seht ihr, da führt da oben schon wieder ein weiterer Gang. Ein weiterer Gang in die Höhle. Das war's soweit eigentlich, glaube ich, was ich erreichen kann hier. Oder? Da geht er noch. Da geht noch was. Da haben wir da oben noch eine Fackel hin. Oh, nicht zwei. Eine. Da oben sehen wir noch ein Platinohr. Eins. Genau, und das haben wir jetzt. Müsste ich irgendwie da drüben noch in... Jetzt haben wir das. Jetzt kann ich noch hier rüber. Nein, setz ich runter. Sondern hoch. So, das ist nur eine kleine Einbuchtung hier. Stellt sich also heraus als etwas kleineres. Nicht viel. So, jetzt geht's weiter runter. Und jetzt müsste ich mir wieder einen Weg. Oh, ich hatte diese Viecher. Um die zu mehrfach. So, weg damit. Man muss halt wissen, mit dem Bumerang umzugehen. Man muss sich da immer ein bisschen einspielen. Vorher am Anfang kommt man auch nicht so rutschig damit klar. Aber danach entdeckt man diese schöne Fähigkeit, um Monster zu töten. Immer mehr. Oh, da unten sehe ich ein paar schöne Statuen. Eine Pilzstatue. Sieht auch lustig aus. Und hier drüben haben wir noch ein bisschen Spinnennetz. Und Leadrohr. Und dann holen wir uns auch das hier. Ne, das noch ein bisschen. Genau. Jetzt geht's hier weiter. Man kann ja auch einfach gleich runterspringen, ne? Und da unten sind schwarze Schleims. Na, das ist schön. Also eher gesagt, nicht schön, ne? Also. Kupfererz. Und da oben ist noch ein Krug, aber sonst nichts weiter. Ich würde mich mal gerne hier hochbauen.
Und dann legen wir hier noch eine Fackel hin. Und dann war es jetzt erstmal hier oben. So, jetzt gehen wir mal in diese schöne kleine Gemäuer rein. Nehmen uns diese Statue mit, die Pilzstatue. Oh, der magische Spiegel, das ist was super Feines, sage ich euch. Der bringt einen nach Hause zurück. War auch Zeit, dass ich den mal finde. Wenn ihr diesen Spiegel habt und ihn benutzt, kommt ihr sofort an die Oberfläche ohne Wenn und Aber. Und das ganze Ding braucht, glaube ich, nur 20 Mana. Aber wie ihr seht, habe ich nur 10. Löst sich also, wenn man 10 Mana hat und 20 braucht und so ein schönes Gadget hat. Nee, aber das ist wirklich hilfreich. Wenn ich den jetzt betätigen würde, würde ich sofort zu meinem Spawnpunkt kommen. Und deswegen ist es auch gut, einen Spawnpunkt zu haben, einen ordentlichen. Wenn man jetzt zum Beispiel es schafft, seinen Spawnpunkt, oder es schafft, ist die Betonung, es einfach nur macht, seinen Spawnpunkt in die in sein Haus zu verlegen, indem man ein Bett baut, wofür man, wie schon gesagt, in anderen Parts habe ich das schon mal gesagt, was man dafür braucht. Da braucht man Holz und auf jeden Fall noch Seide. Und Seide bekommt man durch Spinnennetz, deswegen sammle ich gerade so viel Spinnennetz immer, damit ihr wisst, warum ich das überhaupt brauche. Und wenn man dann sein Bett irgendwie betätigt, ich weiß nicht, wie das so richtig geht, aber durch sein Bett kann man dann seinen Spawnpunkt verändern oder direkt zu seinem Bett legen. Und dann kann man auch die Nacht überschlafen und kann seinen Spawnpunkt dann ins Haus verlegen damit. Sonst spawnt man halt dann immer da, wo man halt spawnt, ne? Das ist öfters so ein Platz irgendwo mitten auf dem Feld oder so, ich weiß ja nicht, oder irgendwo mitten sonst wo, der einem nicht gerade viel bringt. Außer wenn man da genau dort sein Haus hingebaut hat, was ich aber nicht mache. Ich suche mir immer eine geeignete Stelle vorher und baue es nicht gleich da, wo ich spawne. Das könnte man natürlich auch machen, dann spawnt man natürlich immer in seinem Haus. Jetzt kommt schon wieder der nächste. Dingens hier, Wurm. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock drauf. Wenn hier auch noch so viele Slimes sind. Jetzt hat er aufgehört zu graben. Jetzt kommt er anscheinend nicht. Nein! Das Vieh hat mich vergiftet. Stirb! Scheiße. Oh. Mist. Aber das ist... Ah ne, das vergibst eigentlich, da sieht man bloß weniger. Aha. Das ist nicht unbedingt gut, aber auch nicht schlecht. Also nicht so schlecht. Wenn ich mir dann von meinem NPC diesen Bergmannshelm gekauft habe, dann bringt das eigentlich auch nicht sehr viel, diese Attacke von dem Vieh. Weil der Bergmannshelm ja nochmal extra Licht ausstrahlt. Und somit braucht man dann nicht immer eine Fackel mitnehmen bei einem, oder braucht man nicht so viele Fackeln beim Erkunden von Höhlen. Bringt natürlich bloß ein bisschen Abwehr, das heißt, man hat schlechtere Karten, wenn man angegriffen wird, als wenn man jetzt hier zum Beispiel so einen Silberhelm auf hat. Aber in dem Sinne nützt es einem mehr, wenn man jetzt irgendwo in der Dunkelheit ist, selbst unter Wasser leuchtet das Ding ja. Und dann bringt es einem schon mehr als so eine gewöhnliche Fackel, die man dann noch rumtragen muss, und nebenbei kann man halt angegriffen werden und sich nicht wehren. Wenn man den Helm auf hat, hat man Licht und kann trotzdem noch seine Axt in der Hand nehmen und einen auf Wikinger spielen. So. So, die Fackeln sind auch bald schon wieder alle. Oh, da unten haben wir Smaragd. Das ist auch was Schönes, gibt es nämlich auch nicht so oft.
Und damit, ich weiß gar nicht, was man damit so viel eigentlich anstellen kann. Ich kenne gar nicht so viele Verwendungsmöglichkeiten, beziehungsweise kenne ich gar keine Verwendungsmöglichkeiten für Smaragd. Schnell handeln. Zack. Fackel hin. So, jetzt muss ich schnell noch ein paar Fackeln machen. Und mein Inventar ist auch schon wieder voll. Fast voll. Ob ihr unten seht, es gibt hier unten noch so viel. Vor allem tun sich jetzt hier mega Höhlen auf. Ich werde jetzt einfach mal, das ist ein Vieh, das hat Schwarzschleim. Der hat so viel. Ja. Dunkelheit, schlechtere Sicht. Und weniger Licht. Na komm. Na komm, stirb du Vieh. Jetzt kann ich ja keinen Glibber mehr aufnehmen, weil ich so einen scheiß Matschblock drin hab. Bringt einem ja auch nicht gerade mehr. Fackel hin. Nein, das ist scheiße. Es gibt hier so viel. Ach, jetzt kann ich solche Walljumps machen. Das ist ja noch besser. Oder Wandsprünge, wie man auch sagen würde. Aber so ein Wort sagt keiner. Man denkt ja nicht mal an so ein Wort. Walljump, Wandsprünge. Gut, jetzt haben wir das. Ach nee. Die Viecher sind aber auch so dumm. So, jetzt muss ich mich mal hier rüber graben. Graben, ich sage immer graben. Obwohl ich eigentlich bauen meine. So. So. Und jetzt haben wir nochmal schnell dieses Wasser hier runter. Jetzt kriegen wir hier Besuch. Von den Schönheitsfehler. Seht, was da unten auf uns wartet. Ganz viel Ärger. Ganz viel Ärger. Und ich gehe jetzt lieber wieder hoch, als dass ich jetzt hier unten bleibe. So komme ich jetzt aber nicht hier hoch. Und weil da halt gerade so ein schönes Skelett ist, könnte ich mir denken, dass ich mal... Oh, da drüben ist Topaz. Das finde ich jetzt aber dezent scheiße. Ist ausgerechnet hier jetzt Topaz. Nein.
Topaz ist. So, jetzt können wir ja mal bitte was ranbauen. So. Und dann erkunden wir noch den Teil der Höhle und dann denke ich, sollte das von Höhlen-Action erstmal wieder gewesen sein und dann kehre ich mal an die Oberfläche noch zurück, um hier mal wieder mein ganzen Inventar aufzu... Oh, da war ja... Aha! Lustig! Oder halt auch nicht. Ein Wasserfall. Könnte ich den jetzt theoretisch? Ich müsste das Ding hier wegmachen. Da kann der auch nicht durch. Ist auch lustig. So. Dann schießen wir den nochmal hier hoch. Was ist das denn für ein Vieh? Cochine Beetle. Irgendein Käfer. Was soll der Scheiß, Alter? Ein Käfer. Ein verdammter Käfer. Okay, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Dass Käfer unter der Erde leben, weiß ich ja, aber ein Käfer und Terraria habe ich nicht gesehen. Gut, ich will jetzt nochmal hier hoch. Ich baue mir jetzt einfach hier ein kleines Loch. Und dann kann ich jetzt hier hoch. Zack. Bauen wir uns doch einfach erstmal hier hoch. So hat es ein bisschen misslungen. Dann müssen wir wieder ein bisschen abbauen. Hier mal was hin. Ihr seht jetzt, dass dieses Erz, was wir nicht abbauen können, es gibt das in Massen. Wenn man so, je öfter man hier runterkommt, sieht man das immer mehr. Weil hier oben ist welches, da unten habe ich vorhin welches gesehen. Dann haben wir vor uns oben nochmal was. Das ist schon relativ viel, weil es sonst ja sehr selten gibt. Da ist das Vieh also. Ich wollte jetzt... Ach, scheiße. Ja, komm schon. Nein. Ist ganz schlecht, dass jetzt ein verdammter Wurm kommt, ey. Dann ist er eben gleich tot, so. Auch tot, so, und dann kommen wir hier runter, kommen wieder hier hoch, setzen hier noch eine Fackel hin, da kann ich jetzt auch so hoch, aber ich will nicht immer Megasprünge machen müssen. Gibt es hier oben noch was? Nö. Jetzt können wir uns wieder umdrehen, na komm. Und das noch abbauen, das Silbererz. Und dann müsste es das soweit erstmal sein. Wer noch mehr Höhlen-Action will, dem gebe ich die im nächsten Part vielleicht. Das soll soweit erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt noch ausprobieren, ob das geht. Ich werde noch mal kurz die Leuchtstäbe hier mal wieder versuchen einzusammeln. Geht das irgendwie? Nö. Habe ich die ganzen Leuchtstäbe verballert. Okay. Dann probieren wir mal aus, ob das Ding funktioniert. Wo setzen wir es hin? Hier. Dann probieren wir doch gleich mal aus. Ja, es funktioniert. Ist das schön. Natürlich ist das schön. So, jetzt muss er schnell hier hoch. Sterne.
zu meinem Haus noch. Da drüben habe ich gerade noch einen Stern gehört. Oder vielleicht auch doch nicht. Ich mache mal schnell noch zurück zum Haus. Vielleicht liegen dort oben ja auch noch Sterne. Oh, sieht schlecht aus. Ah, das ist der Tag schon angebrochen. Ja, okay. Gut, dann war es das erstmal. Ich werde jetzt noch das Zeug alles einräumen. Und dann ist das auch schon der Rest von diesem Part gewesen. Das Ende von diesem Part gewesen, meinte ich. So, Topaz. Hier. Rope. Und erstmal Spinnennetz. Hier. Ich weiß gar nicht, ab wann man da was anfangen kann damit. Hier haben wir noch Platin. LED-Barren hauen wir erstmal rein. Dann haben wir die Leuchtstäbe, die brauche ich sowieso. Dann nehmen wir auch mal die Hälfte. Und den Rest sortiere ich dann mal noch. Ja, das sortieren wir mal im nächsten Part. Haut rein, bis zum nächsten Mal.